Flüchtlinge, Kriegsrecht, Partisanen, Recht ohne Geld von Peter Schmidt, Berlin, 16. Juni 2018. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Peter Schmidt. Ich begrüße Sie herzlich. Flüchtlinge, Kriegsrecht, Partisanen, Recht ohne Geld. Was haben Flüchtlinge aus Iran, Irak, Syrien oder Gastarbeiter aus der Türkei mit Kriegsrecht zu tun? Recht ohne Geld. Grundrecht ohne Geld. Meine Erfahrung ist, dass dein Recht ohne eine Klage auch ohne ein Urteil bleibt. Also ohne Geld, ohne Klage, ohne Urteil bist du ohne Recht. Beispiel Verwaltungsgericht Bremen. Das verweigerte mir den Zugang zum offenen Kanal Bremen, weil ich Berliner bin. Mein Rechtsanwalt kommentierte, Zitat, die Bremer sind Lokalpatrioten. Die haben noch nicht einmal den Sprung in das Bismarcksche Reich von 1871 gemacht. Die Bremer verstoßen gegen das Grundgesetz. Das Land Bremen verunglimpft mich als Bürger des Landes Berlin, als Bürger Deutschlands. Ich überlegte, den Verstoß gegen meine Grundrechte gerichtlich zu verfolgen, aber wegen der Kosten für Gerichte und Anwälte musste ich verzichten. Grundrechte ohne Geld, da ist jeder ohne Grundrechte. Politiker, die behaupten, es gebe ein Grundrecht auf Asyl in der BRD, fördern damit sowohl diverse Schleuserkriminelle, also Mafia, Mafiosi, für illegale Einwanderung in die Sozialsysteme, als auch, sie fördern also als auch eine riesige Industrie von Juristen, Gutachtern, Übersetzer, Sozialarbeiter und BAMF-Mitarbeiter und so weiter, die von allen Bürgern, die Steuer zahlen, unterhalten werden müssen. Wenn illegale Einwanderer hier in Deutschland Mädchen und Frauen vergewaltigen und ermorden, sagen Politiker, diese hätten ihr Asyl, sie hätten ihr Gastrecht verwirkt. Sie sollten verurteilt und abgeschoben werden. Das ist nach Kriegsrecht falsch. Was ist nach Kriegsrecht richtig? Kommen Sie zum Treffen. Dann können wir da über das Thema ein bisschen diskutieren. Was ist richtig? Was ist nach Kriegsrecht richtig? Karl Albrecht Schachtschneider hat klargemacht, dass Deutschland keinen Friedensvertrag hat. Ich wiederhole, keinen Friedensvertrag. Deutschland hat keinen Friedensvertrag. Deutschland ist noch immer im Krieg mit 53 Staaten. Im Krieg mit 53 Staaten. Das hat er zwar nicht gesagt, aber das folgt daraus. Vorbehaltlich der Auffassung der dritten Macht. Was hat die Wehrmacht mit Zivilisten, die deutsche Staatsangehörige getötet haben, also mit Partisanen gemacht? Wenn ich die Wehrmacht wäre, und Sie können Gott dafür danken,
dass ich es nicht bin. Ich würde mit Ali B., der den Mord an Susanna Feldmann zugab, der Mord geschah am 22. Mai 2018, kurzen Prozess machen. Verstehen Sie Schmidt? Kommen Sie zum Treffen, spenden Sie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist ein Geschenk des Lebens, in Deutschland geboren zu sein. Wir Glücklichen, wir leben im heilen Land. Ich bin gesund, Gott danke.